Resident Evil 5. Und dann fliegt er erst nach 2 Sekunden, fliegt er dann erst nach hinten. Ne, bei mir ist es okay, also. Was liegt denn deine Hand nach, brauche ich nicht. Aber ja, haben wir aber nichts frei dafür, glaube ich. Oder? Haben wir was? Nö. Ich bin voll. Ja, ich auch. Mit Heilspray. Aber und ihr werdet sehen dann noch, warum wir so viel Heilspray dabei haben. Den zum Anfang zu langweilig war und dann vorgespult haben, die wissen dann natürlich nicht, warum so viel Heilzeug und warum unendlich Munition. Ja. Ja, das könnten wir echt gebrauchen. Oh, da kommt einer aus dem Fenster raus. Da kommt einer jetzt von hinten vom Auto. Die kommen ja auch dann. Jetzt kommen sie auch von oben, ja, gut. Ja, und von, kommt aus rechts durchs Fenster. Und von hinten. Und vom Dach runter. So. Ja, gut, der aber. Ich würde sagen, den Henker machen wir dann mal mit der Magnum, oder? Ich nehme da so die Magnum. So, kümmere du dich mal um die anderen, ich kümmere mich um den Henker. Okay. Weil der kommt da schon, ich zähle gerade voll aufs Ding. Nein! Oh, jo, sag mal. Warte mal, ich gehe jetzt mal auf den Henker los. So, okay. Henker ist tot. Rennen wir zum Tor? So. Ja, hinter, los. Da stehe ich dann immer rum mit Sniper und Sniper die. So, wer es weiß, da vorne hier ist eine Waffe versteckt. Hier rechts, da. Ja, drin ist er. Das ist eine VZ-61, eine Maschinenpistole mit. Komm her, fass! Ah! Na komm. Nein! Ich hab schon gespielt, verdammt! Ah. So, jetzt habt ihr gesehen, wofür der rote Balken ist. Genau. Und jetzt seht ihr noch eine kleine Szene, die sieht man aber auch nur am Anfang. Genau. Aber das ist doch gut, dass wir die auch mal zeigen können jetzt hier. Natürlich, ja. Alles geplant, alles geplant. Haben wir uns davor abgesprochen. Genau. Ja, sie sind tot. Ihre Partnerin ist tot. Bam, 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 bam. Ja, oder sie ist tot. ich muss mir mal irgendwas da. Pistole ist ja scheiße, ich brauche irgendwas mit Radius hier. Hier. Sag mal ein Maschinengewehr rein oder ein Schrott. Hast du nicht das M3? Das M3 habe ich auch, aber ja gut. Aber da, aber M3 ist auch das stärkste Schrotgewehr, das M3. Hat 900 Schaden. Ja, aber ich habe mit dem Breaker noch ein bisschen mehr Reichweite. Von wegen der Steuerung. Achso. Ja. Und ich nehme natürlich auch die Hydra, die auch mitnehmen. Ach, die Hydra ist cool. Vor allem bei Chris, wenn er so schräg steht. Gut, dann packen wir nochmal das Ding weg. Haben wir jetzt. Brauchen wir ja, nicht komm, mehr. Pack ich auch mal ein. Na, da brauchen sie schon, aber. Okay. Ich weiß nicht, Raketenwerfer. Na, können wir probieren, aber gut. Maschinengewehr kann ich nicht. Die Siege. Ach komm, ich nehme einfach mal mit, aber auch nur zur Absicherung, gut. Falls es mal knapp werden sollte. Dann geht's also los. Nochmal von neu. Juhu. Diesmal Sniper ich. Ah, ich habe meine Sniper jetzt raus. Ja gut. Egal, ich kann den ja trotzdem abschließen mit der Magnum Dark Temptation. Das ja, genau. Bam. Schokolade. So, ich komm raus. Ja, warum springt der? Warum braucht der so lange zum Springen? Jetzt stehe ich so da mit der. Mit der Hydra stehe ich jetzt so. Da sehe ich cool aus. Sein Headset-Dingens da. Sein. Earpiece, dann heißt das sowas. Ja, Kommunikator, irgendwas muss das sein. Kommunikator. Wie heißt das? Irgendwas ist es wohl. Irgendwas, egal was es ist, aber es ist zum Kommunizieren mit dem Gegner, ja. Partner und Unterstützung. Genau. Aber eigentlich auf Profi ist alles stärker, weil da sterben die Gegner bei einem Schuss, wir sterben bei einem Schlag. Ja. Also, da macht's jetzt nichts aus, welche Waffe du nimmst. Außer bei den Soll. Ich sag nichts. Ja, wir werden natürlich auch noch die beiden. Ja, ich weiß nicht, aber haben wir das noch nicht angesprochen, aber ich denke mal, wir werden auch noch die beiden DLCs machen. Oder? DLCs? Ja. Also, Lost Mine. Die Bonusmission da. Ja, genau. Ja, aber auch auf Profi. Weil ja, die erste, die man ja bekommt, ist ganz schön schwer auf Profi. Die ist relativ einfach sogar. Echt? Findest du? Die habe ich auf Profi schon fertig gemacht. Ich glaube, unter einer halben Stunde, glaube ich, war ich da. Echt jetzt? Ja. Ich habe diesen großen Typ, da habe ich mit dem Messer gekillt. Im Ernst? Ja. Puh. Tor zu und dann einfach gemessert. Hat so ein bisschen gedauert, aber. Ja, und dieser Kirk soll jetzt langsam mal kommen. Kirk ist der
Ersatz für Mike. Kollege. Ja, Ersatz für Mike, aber... Heute Morgen habe ich mir die ersten drei Parts von deinem Resi-Let's Play angeguckt, von Resi 4. Ich fand's cool. Ja, also ich guck's mir komplett an. Danke. Ich bearbeite noch ein paar Parts noch, also hab noch... Da zwei oder drei Parts habe ich noch von der Bonusmission, die ich da spielen konnte noch. Separate Ways. Genau. Die Bonusmission, die... Oh Gott! Ich komme durch von den anderen, ich mach mal Henker. Ja gut, ich guck mal, was hier noch so kommt. Oh Gott! Okay, noch habe ich alles unter Kontrolle, alles okay. So. Boah, geiler Rückwärtssalto, aber hat nichts gebracht. Ach tot. Ja, sorry. Ist tot. Oh, diesmal nicht, Alter. Diesmal nicht, mein Freund. I owe you one. Spielst du mit Ton? Also kann ich meinen Fernseher auch wieder lauter machen. Du kannst alles, Alter, machen. Ich spiele mit Ton. Okay, weil bei Ninjasu bin ich sehr gewöhnt. Ich muss Fernseher ganz leise machen. Kommst du oder kommst du nicht? Ich komme, ja. Okay, komm schneller. Ich fackel die da hinten mal ab. Und die Waffe wisst ihr jetzt, die brauchen wir jetzt nicht nochmal zeigen. Wir gehen jetzt gleich hinter die Feuerlinie hier. Genau, ich hab jetzt gesehen, die Waffe. Und wenn nicht, zeigen wir sie nachher im Inventar. Genau. Die habe ich dreimal los, so. Und den, wenn ihr runterschießen, wenn ihr wollt, den Dravo, der gibt auch noch ein bisschen Schaden für die Gegner. Ich kümmere mich mal um die Mauer hier links. Gut, ich mich mal, was hier sonst noch so rumfliegt. Und wichtig ist halt beim Pokémon, dass man auch zusammen bleibt, weil ihr habt ja gesehen, wie schnell ich eben gestorben bin. Normalerweise ist es, weil er euch die Waffe gezeigt hat und ich weggerannt bin. Also genau. Hier hinter die Feuerlinie. Ja, normalerweise ist das eben nicht der Fall, dass man so schnell stirbt. Also auch Amateur oder auch eben Veteran spielt, ist es noch nicht so schlimm, aber wie gesagt, auf Profi ist es hammer schwer. Ist ja so gesehen für Profis. Und wenn man den Schwierigkeitsgrad auswählt, steht da auch nur für die Leute, die Hölle fürchten oder sowas. Nee, die weder Teufel noch Hölle fürchten oder so. Genau. Auch geil. Oh ja. Gott. Lässt du mich los hier? Sorry, da habe ich gerade mal weggeguckt und schon kommt einer. Ich glaub's nicht. Richtig, Schäfer. Ich wünschte, es würde mal ein Ende nehmen hier. Zumindest fürs erste Kapitel, weil da ist es schwer, wenn man hier so die ganze Zeit hier nur am einen Fleckchen steht. Hast du die zweite Bonusmission auch schon auf Profi? Ich hab's, nee, das ist immer noch, ich sag nur Käfer. Ah, ja. Ich weiß, welche du meinst. Ich hab's mit meinem Freund gespielt, bin bis dahin gekommen, wo man alle bekämpfen muss, aber dann musste er gehen und ich durfte den ganzen Mist alleine machen. Hab's nicht geschafft, hatte keinen Bock mehr. So. Okay. Also auf gut Deutsch, wir beide können es probieren. Ja gut. Aber das werdet ihr dann noch sehen. Denk mal, wir machen das so zeitgleich mit den Missionen, die Chef und Chris machen. Ja. Und ich glaube, wir zeigen auch mal alle Outfits, die es gibt, oder? Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Denk mal, wir zeigen die jetzt auch mal in dem... Mach mal dann in der nächsten Aufnahmesession dann, ja. Okay. Dann aber die können die Zuschauer wählen, welche sie sehen wollen. Das finde ich so... Habt ihr auch mal einen Einfluss auf dieses Let's Play, zumindest was das Outfit angeht. Ich habe irgendwie immer so das Gefühl, steht genau links neben mir einer, nur dass ich ihn nicht sehe. Das war bei mir beim Vierer so auf der Insel mit diesen Regeneratoren, ja. Regeneradores. Genau, ja gut. Dieses Faun. Ja. Das ist echt schlimm. Ich habe das Spiel zum ersten Mal gespielt, ich habe andauernd gedacht, so jetzt hat's mich gleich. Ja. Ich habe immer ein neues Spiel angefangen, ab dem ich in dem Labor war. Immer wieder ein neues Spiel, weil ich keinen Bock mehr hatte und Angst hatte. Aber jetzt habe ich schon mindestens 11, 13 Mal durchgespielt. Aber leider nicht für PS3, weil ich kein Geld habe. 3 oder 4 Mal haben wir es durchgespielt. Ich muss sagen, so teuer war es denn da. So 20 Euro habe ich, glaube ich, hingeblättert dafür. Ich weiß. Aber ich habe halt gerade kein Geld und habe auch irgendwie nie Zeit, mir eine Geldkarte zu holen. Ich habe sogar schon ein paar meiner Freunde genervt. Hey, kannst du mir mal das Spiel kaufen? Jeder sagt, nein. Okay. Oh, da ist wieder einer. Wo?
geh nicht so weit weg, aber dann gehst du mir drauf. So, könnte Chris jetzt mal, könnte jetzt der Dings mal sagen, sorry Leute, dass ihr wartet muss, es geht in Deckung und dann ist Ende. Genau. Könnt ihr das endlich mal sagen? Ihr seht auch bei Stephanie mal die Hydra, sie hält sie halt wie man normal auch hält. Okay, dann geht in Deckung. Ah, endlich, dankeschön. Warte, ich mach mal beim Fernseher wieder lauter, damit ich auch mal was höre hier von der Action. Ja, so sollte reichen. Ja, und wir natürlich sind jetzt nicht mehr vor unserem Tor, sondern ganz woanders, komischerweise. Er hat gesagt, geht in Deckung. Achso, ja. Ja, wir sind irgendwie zurückgegangen, laufen aber trotzdem vorwärts. Das ist, ja. Und einen Moment noch, wo kommen die ganzen Gegner her? Genau, wo sind die? Und warum hat Kirk noch einen bei sich im Hubschrauber? Der hätte auch mit uns reden können. Ja, tut er nicht, der hat so eine komische Gasmaske auf. Und warum ist die Tür da auf, diese Ding da auf? Das war zu noch vorher. Na gut, aber das war's. Kapitel 1.1 ist damit abgeschlossen und... Ja, ein Glück. Arang. Ja, Präzision ist natürlich beim Maschinengewehr natürlich deutlich schlecht. Aber das ist ja auch egal. Gut, machen wir weiter. Hard End, oder? Ja, können wir ein bisschen machen. Ich meine, ich mache es ja eher als Session und schneide das dann wieder so, wie es passt, zusammen oder so. Okay. Ich mache das nicht so partweise. Ich glaube, da tue ich jetzt mal, oder? Ach, ich kann mir den Magnum nicht. Gib mir mal die stärkste Pistole, die es gibt. Dankeschön. Die da, SIG, oder? SIG P226. Nicht die, M... Die H&K P8 hat 300 Schaden. Ja. Die P226 hat 480. Ja, oder du nimmst die M93R. M93L, die habe ich gar nicht. Das ist die, dann hast du die Standardpistole nicht aufgewertet. Du meinst M93R? Ja. Die habe ich schon. Doch, die habe ich. Warte mal, wie viel hat die? 400 und 3 Schusssalve. Die hat 400 und ich habe halt 400... Ja. Stimmt eigentlich. Und dann habe ich die beide auf... Ja. Aber ich glaube, die Zuschauer bestimmen lassen, welche Waffen wir nehmen. Das machen wir lieber nicht. Das machen wir nicht. Nein, denn diese Leute sind ganz schön böse. Nichts gegen euch, aber... Die sagen dann wahrscheinlich, komm, nehmt Messer und geht los. Genau. Soll ich mal die Bonuswaffe von Chris mitnehmen, die er bei Vollmetall hat? Ja, dann nehme ich auch mal meine mit. Oh Gott, aber mit dem riesen Kasten auf dem Rücken sehe ich da nicht, wo ich hinlaufe. Egal. Schätze verkaufen. Genau, der Schatz, für den kriegen wir 3000. Den wir gefunden haben bei der Gegner. Der Goldring, den kann man auch schon auf Normal oder Amateur auch schon beim Hänger gewinnen. Allerdings brauchen wir da ein bisschen mehr. Ja, als wir jetzt auf Gott halt haben. Ja, man hat ja nur eine Pistole, die. Wie viel Schaden macht die? Normale? Ich weiß gar nicht. Die ganz Standardpistole? Ja. Die macht, wenn sie voll aufgerüstet ist, 250. Ja, und ohne aufgerüstet zu sein? Warte, ich guck. Da macht. Oh Gott, wird mir nicht angezeigt. Ach, egal, komm, gib her. Die macht dann. 150. Okay, ja, also dann braucht man schon ein bisschen mehr für den Henker. Also das ist auch nicht leicht, den Henker zu besiegen. Und deswegen ist, glaube ich, auch deswegen hat man auch so gewissermaßen viel Zeit. Ja. Ja, okay, dann können wir loslegen. Ja, ich bin fertig. Gott, warte mal, ich hab das und das, ja. Passt. Gut. Ihr seht, da ist was auf dem Rücken. Und es ist ganz gewöhnlich eine Gatling oder Minigun. Minigun oder Gatlings, beides. So, aber und selten benutzen werde ich sie. Und ich habe diesen Kasten. Hier einen Langbogen mit natürlich einem Pfeilen und natürlich auch unendlich Munition. Die haben es allerdings auch standardmäßig, also wenn man die kauft, haben die schon sofort... Und hier unten ist noch ein Schatz, 400 Peseten, den man auch durch das Tor, durch das Gitter hier holen kann. Sind das hier wirklich auch Peseten? Ich bin auch etwas Level 4. Ich weiß nicht, dieses N durchgestrichen weiß ich nicht, was das ist. Ich kenne Yen, Dollar, Euro, aber das kenne ich nicht irgendwie. Wenn es einer von euch weiß, dann sagt mir bitte mal Bescheid, sagt uns mal Bescheid. Genau, schreibt in die Kommentare, ihr habt da 500 Zeichen Platz, da müsst ihr auch zu erklären sein irgendwie. Und wenn nicht, dann schreibt halt 2 Kommentare. Genau.
da mindestens 1000 Zeichen Platz, um eine Erklärung zu kriegen. Das dürfte doch reichen eigentlich. Genau. Ach komm, ich benutze jetzt mal den Part lang, aber dann lasse ich es auch wieder. Und hier wird dann halt noch mit Munition liegen, wenn man hier auf den leichteren Schwierigkeitsgraden keine Ahnung spielt, aber natürlich ist das hier Profi was anderes. Jetzt, ja komm, jetzt, das zeige ich mir auch mal. Da ist eine Leiter, die ist kaputt. Aber da hoch brauchen wir ja nicht dann. Ja, aber muss ich da dann nicht reinschmeißen. Kannst mich trotzdem mal werfen. Ja, ich und hier ist dann halt ein Key, ein Schlüssel, ja. Und aber können wir eigentlich auch gleich sagen, zu was, weil wir holen den ja nicht. Waffen. Da war einer. Und diese Frau da vorne, die sitzt normal über diesem Typ hier drüber und ja, macht irgendwas mit dem. Die einigen können sich's vielleicht denken. Lass mich los. Oh Gott, danke schön. Mein Gott, die sind aber schwer abzuwimmeln auf Profi. Das hatte ich ja noch nie so in. Das habe ich nicht so in Erinnerung gehabt. Und wie man es vielleicht schon von mir schon gesehen hat, werden wir wahrscheinlich auch mal diesen Sörter-Modus anzocken. Ja. Und die anderen Modis auch noch, die Versus-Modus und so. Ja, wo ich sagen muss, der Versus-Modus mir nicht gefällt. Mir auch nicht, aber leider gibt es dafür Trophäen. Ja. Anfangs hat er mir gefallen, aber seit es Leute gibt, die meinen, auf dem einen Modus nicht zu machen und auf dem anderen Modus das aber sehr gut zu machen. Wie kannst du mit dem Ding zielen? Das kann ich nicht. Oh Gott! Ja, super. Bin gleich tot. Okay. Gott, das will. Gott, da gehe ich gleich mal drauf bei einem Axtwurf, ey. Sollen wir doch hoch? Okay. Ja, ich gehe mal hoch. Ich zeig das dem einfach mal. So, und die Leute gehen schon wieder offline und online. Machen wir hier fleißig. Das ist natürlich super. Ja, und hier wäre dann halt der Key. Den zeige ich trotzdem mal. Oder?